Ich nenne das bewusst nicht alles, wie ich das mache und so, weil ich kein Experte darin bin. Ich weiß, wie ich es zum Funktionieren bekomme, aber keinesfalls wird das alles so komplett richtig sein, was ich hier mache. Und deswegen traue ich mich nicht, dieses Video überhaupt eine Erklärung zu nennen. Es ist einfach nur, wie ich das gemacht habe. Und wenn ihr irgendwelche Verbesserungen habt, wenn ihr euch damit auskennt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann ich das dann ja noch nachträglich machen. Danke. So, herzlich willkommen zu der nächsten Folge. Ja, in dieser Folge werden wir uns um die Ansteuerung und die Elektronik an dem CNC-Plasmaschneidtisch kümmern. Dafür habe ich mir hier dieses Kit gekauft. Eigentlich kommt das mit drei Motoren. Aber wie schon im ersten Teil erwähnt, werde ich mir noch überlegen, ob ich noch eine Z-Achse einbaue, aber das kommt dann erst später. Und dafür wäre dann noch der dritte Motor gewesen. So, bei dem China-Ding hier bin ich mal ein bisschen extra vorsichtig. Ich werde dafür natürlich auch noch eine Umhausung bauen, die sicher gegen alle äußerlichen Einflüsse ist. Aber ich möchte jetzt erstmal einfach nur hier alles testen, ob alles soweit funktioniert. So, eine interessante Sache, die ich gelernt habe, wie man die beiden Phasen herausfindet, ist, indem man einfach die Adern hier aneinander hält und testet, ob sich der Motor noch gut drehen lässt. Das habe ich jetzt hier schon mal bei denen gemacht. Also bei Schwarz und Rot wäre zum Beispiel, dass sich der Motor noch gut drehen lässt. Aber wenn ich jetzt Rot und Blau miteinander verbinde, lässt sich der Motor nur noch ganz schwer drehen. Und wenn ich jetzt nochmal die anderen Phasen verbinden würde, würde er sich noch schlechter drehen lassen und hätte dann sozusagen die maximale Haltekraft. Und damit wissen wir jetzt also, dass Rot und Blau eine Phase sind und Grün und Schwarz, falls das noch nicht vorher feststand. So, jetzt habe ich das Ganze mal eingesteckt und man sieht schon, dass sich der Motor jetzt hier nicht mehr drehen lässt. Und dann ist alles richtig gemacht. So, was hier gerade mit der Post angekommen ist, ist eine neue Steuerplatine für die Motoren. Die alte hier, das ist die, die in diesem Kit war, die hat halt nur so einen altertümlichen Anschluss und der passt leider nicht an meinen Laptop, mit dem ich das Ganze hier betreiben möchte. Deswegen habe ich jetzt hier eine gekauft mit USB-Anschluss und die hat auch deutlich mehr Leistung als die andere. Bei dem Ganzen ist hier auch noch eine CD dabei gewesen. Ich werde jetzt einfach nur mal schauen, was da drauf ist. Also wahrscheinlich zum einen Mach 3, wie da drauf steht, aber ich weiß nicht, ob da vielleicht nur irgendwie eine Anleitung drauf ist. Also Leute, hier, ich wollte mir mal die CD anschauen. Hier ist eine ganze Menge Krimskrams drin und so weiter. Ich wollte einfach nur mal noch eine richtige Anleitung vom Hersteller haben, weil ich an sich verstehe ich, was ich damit machen muss, aber ich wollte noch mal Überprüfung haben. Aber das hier ist ja ein Chaos da drauf. Naja, auf jeden Fall habe ich es jetzt gefunden. Also dann, Moment of Truth. So, ich habe jetzt alles verkabelt, so wie es sein sollte, so wie es nach dem Schaltplan hier stand. Das ist relativ übersichtlich. Hier einfach die vier Adern mit den zwei Phasen eingeklemmt, den Stromanschluss. Und das muss ich natürlich noch in die Steckdose stecken. So. Und ja, die Ansteuerung und alles. Und dann werde ich jetzt einfach mal hier so ein Testprogramm laufen lassen.
Ach, ist das schön. Er dreht sich. Er dreht sich. Ich habe mich noch nie so über einen drehenden Motor gefreut, Leute. Jetzt müsst ihr stoppen, ganz leicht. Jetzt macht er im Programm gerade eine Kurve. Ach, ist das schön. Ich lasse das Ding jetzt einfach mal hier so eine Weile laufen und schau einfach nur zu. Also dann, wie ihr gerade schon gesehen habt hier hinten, geht es in dieser Folge um die Elektrik, um die Motorsteuerung und alles weitere. Ich habe das Ganze schon mal ausgetestet, ob alles funktioniert mit den Controllern und so. Und jetzt in dieser Folge werden wir uns mehr darum kümmern, das alles hier in den Kasten reinzukriegen. Dafür habe ich hier einen vernünftigen Kunststoffkasten besorgt, der auch wasserdicht ist und auch noch so eine Platte, das ist eigentlich ein Schneidbrett für die Küche. Aber ich habe gedacht, da es Kunststoff ist und natürlich auch leicht verarbeitbar und auch noch gut aussieht in dem Weiß, ich hoffe, dass es noch lange weiß bleibt, werde ich das da einfach für benutzen. Ist ja ganz praktisch, das muss noch etwas zugeschnitten werden. Und damit fangen wir jetzt auch an. Ich glaube, das Metallblech hier brauchen wir dann gar nicht. Oder ich benutze das einfach als Schablone. Das wäre natürlich auch besser. Das sieht doch vernünftig aus. Also wenn ihr mal Küchenbretter zuschneiden möchtet mit einer Bandsäge, geht das ganz gut. Gut, dann werde ich jetzt mal anfangen, die Teile hier drauf zu platzieren. Das hier ist dann das Relais, was den Brenner schalten soll. Ja, und das hier ist einfach noch so ein Spannungswandler, der da vorkommt. Ich glaube, die Aufteilung macht am meisten Sinn, dass das Breakout-Board auch weit von allen anderen weg ist, weil das darf auf jeden Fall nicht durch irgendwie Spannungsfelder oder so beeinflusst werden. Das hier ist ein bisschen schwieriger. Hier unten sind nämlich Gewinde in diesem Gehäuse hier drin und da muss ein Loch durchgebohrt werden, wo dann die Schrauben durchkommen. Ich habe dafür jetzt schon mal diese hier geholt. Ich muss mal schauen, ob die soweit passen. Nee, die müssten etwas kleiner sein. So, nun doch nochmal eine kleine Planänderung. Ich habe mir überlegt, ich mache das doch so. Wir haben jetzt zwei Controller für die, zwei Motor-Controller für die Y-Achse und einen für die X-Achse. Dann packe ich einfach die drei da oben hin, sodass hier die Anschlüsse dann sind, die rausgehen, dass die möglichst am Ende sind. Ganz hier unten ist die Netzstelle, wo der Strom reingespeist wird. Hier vorne ist das Board dazwischen geschaltet. Praktischerweise genau mit den Ausgängen nach oben gerichtet und die Signalausgänge nach hier unten gerichtet, wo dann auch hier unten der Spannungswandler und das Relais drankommen. Jo, so gefällt mir das viel besser und so wird es jetzt auch gemacht. Thank you.
Präzisionsarbeit. Das war jetzt einfach nur Zollstock ausgemessen und trotzdem passen alle Schrauben hier unten in die Bohrung. So, jetzt sind wir mit den ganzen Teilen, die hier dran kommen, fertig. Das ist im Grunde alles. Jetzt geht es weiter mit der Verkabelung. Hier hinten liegen schon die ganzen Kabel, die ich ausgebaut habe, als es schon einmal funktioniert hatte. Also werden wir jetzt mal schauen, ob die noch alle so da dran gehen, weil das jetzt ein bisschen anders aufgeteilt ist, aber eigentlich ist es ähnlich. Ich hoffe mal, dass das alles reicht. Das hier sollte soweit klar sein. Das ist einfach die Stromversorgung vom Netz. Die geht hier in die Netzteile rein. Das hier ist eine 24-Volt-Konverter und das ist ein 36-Volt-Konverter. Die 36 Volt brauchen wir für die Motoren und die 24 Volt sind wichtig für dieses Steuerboard, für dieses Breakout-Board und auch für alle weiteren Signale habe ich die 24 Volt. Ja, hier auf diesem Controller seht ihr die beiden Phasen A und B, wo Minus und Plus dran ist. Und dann seht ihr auch die Stromversorgung und hier vorne ist Enable und Disable, also um die überhaupt zu aktivieren. Das könnte man auch weglassen, dann sind sie einfach dauerhaft aktiviert. Und dann haben wir hier Direct und Pull. Das Pull wird einfach hier vorne an dem Breakout-Board an der entsprechenden Achse am P angeschlossen. Das Direct wird an der entsprechenden Achse am D angeschlossen. Und dann haben wir hier noch die Pull 5 Volt und die Direct 5 Volt. Die werden dann einfach hier hinten an der 5 Volt angeschlossen und einfach durchgeschliffen, auch über die anderen Steueranschlüsse, sodass da überall 5 Volt anliegen. Das wäre so eigentlich das Wichtigste dazu.
Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt geht's weiter mit den Kabelverschraubungen hier oben. Mal sehen, wie das wird. So sollte es funktionieren. Die letzte Verschraubung hier ist übrigens für die Endschalter und Sensoren dann noch. Ja, die habe ich noch nicht angeschlossen, kommen aber bald. Also dann, los geht's. Jo, X-Achse funktioniert schon mal. Die Y-Achse ist deutlich lauter, vielleicht müsste man da irgendwie noch dran arbeiten, dass die Motoren richtig mit der Welle, mit der Spindel flochten. Es sieht irgendwie so aus, als würde da viel unrund laufen. Hier beim vorderen Motor sieht man das ja auch ganz gut. Das Größte ist allerdings, ob jetzt die Konstruktion mit der Ansteuerung des Plasmaschneiders funktioniert. Ich habe jetzt extra hier in meine Garage eine dicke Starkstromleitung gelegt und das hier oben ist eine 32 Ampere Schoko-Steckdose. Ich wusste auch nicht, dass es sowas gibt, aber gibt es auf jeden Fall und die ist dann einfach mit einer der Starkstromphasen gekoppelt und mit 32 Ampere abgesichert. Das sollte jetzt auf jeden Fall für das Gerät reichen, weil die 16 Ampere reichen nicht mal für 20 Ampere bei dem Gerät. Also dann sehen wir mal, ob es alles funktioniert. Und Start! Mein Programm sagt hier, dass eine Driver-Watchdog getriggert ist. Also
irgendwie, was heißt, dass da irgendwie ein falsches Signal kommt. Naja, ich würde sagen, ein bisschen was muss man sich auch noch für das nächste Video aufbehalten. Und in dem Sinne, macht's gut, bis zur nächsten Folge. In der wird dann wahrscheinlich alles richtig funktionieren. Und habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.